Hallo? Ja, wer ist da? Grüß Sie, Dennis Novak, mein Name, und ich melde mich wegen dem Schreiben, das wir Ihnen für das große Jubiläumsfinale zugeschickt haben. Haben Sie das Schreiben erhalten und oder durchgelesen? Das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Um was ging das da? Vielleicht kann ich mich nicht erinnern. Also, das Schreiben für das große Jubiläumsfinale von Lotto 6 aus 49. Wie gefragt, haben Sie das Schreiben erhalten und oder durchgelesen? Das sagt mir jetzt nichts. Um was ging das da? Muss ich da etwas machen? Also, ich erkläre ganz kurz, um was es geht. Ja. Also, wie Sie vielleicht wissen, wir losen jedes Jahr 200 Leute aus Deutschland aus, die im großen Jubiläumsfinale mit Gewinngarantie mitmachen können. Und diese Telefonnummer wird ausgelost. Also sagen Sie mir bitte, Telefonnummer gehört auch persönlich Ihnen, oder? Ja, das ist mein Haus hier. Das ist mein Haus. Ja, dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch von meiner Seite fürs Finale. Dankeschön. Und meine Aufgabe wäre es heute für Sie, die Unterlagen vorzubereiten, die Sie alle so schwarz und weiß innerhalb der nächsten 4 bis 7 Tagen erhalten. Und mal angenommen, Sie können für 10 Millionen Euro. Welchen Wunsch würden Sie sich erfüllen? Für 10 Millionen? Genau so, 10 Millionen Euro. Oh, ich glaube, ich würde mir ein Boot kaufen. Ein richtig schönes, großes Boot und auf die Weltmeere fahren. Das kann ich vollkommen verstehen. Das ist eine super Idee, auf jeden Fall. Ja, also, ich wünsche mir die Freiheit der See. Also, auf jeden Fall ein Boot. Also, wohin müssen Sie als erstes gehen mit dem Boot? Malediven und Kuba möchte ich gerne besuchen. Mein Freund Fidel wohnt dort. Ja, also, das ist ein super Wunsch und ich hoffe mir, dass Sie die Millionen knacken, auf jeden Fall. Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen für einen. Dankeschön, das wäre so schön. Dann Sie mitkommen. Auf jeden Fall, im Fall, dass ich mitgehen darf. Wieso nicht? Ja, wir machen dann ein Partyboard und eine Reise nach Kuba. Und USA, geiles das Land in der Welt. Das ist ein schöner Gedanke, aber erstmal muss ich ja gewinnen. Auf jeden Fall. Also, ich danke Ihnen für die Einladung und... Ja, sehr gerne, Mazel Tov. Ich vergesse mich nicht, auf jeden Fall. Nein, nein. Auf jeden Fall, dass Sie gewinnen, ein Kaffee würde schon ausreichen. Nein, 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 damit lasse ich mich nicht abgeben. Ich mag Geld, also, aber ich mag auch gerne teilen, wenn Menschen gut tun, mir etwas Gutes. Danke Ihnen. Ja, also, Mazel Tov. Haben Sie schon mal Lotto oder etwas Ähnliches gespielt? Nein, ich habe mal gekauft bei Straßenmarkt ein Losbude, aber ich habe nicht gewonnen. Ich verstehe. Also ich nehme an, dass doch Zeit war, das zu gewinnen, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist immer Zeit für Geld. Also, Ihre Vorteile. Also, der größte Vorteil für Sie in diesem Finale ist der, dass Sie von unserer Seite ausgelost worden sind. Also, diese Telefonnummer wurde ausgelost und deswegen bekommen Sie von uns als Finalist 900 Tipps zugeschickt. Und neben diesen 900 Tipps, die wir Ihnen zuschicken, haben Sie auch die Möglichkeit, einen persönlichen Tipp durchzugeben. Also, ein was? Sagen Sie mir einen persönlichen Tipp. Also, haben Sie denn 6 Glückszahlen zwischen 1 und 49? Die vermerken kann. Also eigentlich hat man immer nur eine Glückszahl. Das ist bei mir die 33. Die können wir auf jeden Fall nehmen. Also die 33? Dann sag mir, wann hast du Geburtstag, junger Freund? Dann nehmen wir den Monat von das Geburtstag. Also der erste Monat. Hallo? Hallo? Wie gesagt, ja. Der erste Monat, also die Nummer 1, also 33, die 1. Also Januar 33, 1. Dann nehmen wir die 25, weil es ist die Hälfte von 100. Mhm. Dann nehmen wir die 9, weil es ist die Hälfte von 27. Aha. Dann nehmen wir auch noch die 27 selber und die 4. Wie viele Zahlen wir jetzt haben? Das sind 6 Zahlen. Das war richtig so, oder?
Genau, also diese Zahlen müssen Sie sich jetzt nicht vermerken. Diese Zahlen werden dann auch in den Unterlagen hinterlegt, neben den 900 Tipps, die Sie von uns zugeschickt bekommen. Und wie Sie vielleicht wissen, alle Ziehungen können Sie mittwochs und samstags am Internet unter lotto.de mitverfolgen. Und da war's? Und lieber Herr Stein, allein in diesem Jahr haben wir schon 7 Millionäre geschaffen. Und ich wünsche mir, dass Sie da auch nächste sind. Das ist Ja, Glückwunsch, wegen oder? der Bootsfahrt. Auf jeden Fall. Also, meine Frage an Sie. Wenn Ja. Sie der nächste Gewinner sind, würden Sie uns eine positive Bewertung schreiben und dürfen wir Sie zu unserer Fernsehshow einladen? Bei welches Bewertung soll ich schreiben? Wo soll ich bei Google gucken nach der Firma? Wie heißt die Firma? Dann schreibe ich direkt. Lotto.de. Lotto.de, Google Maps. Gucken wir mal. Ich habe die Bewertungen ausgestellt. Wie soll ich da eine Bewertung schreiben? Also eine Bewertung im Falle, dass Sie der nächste Gewinner sind. Ja, Und aber es wie ist ja gesagt, ausgeschaltet. Ich habe jetzt bei Google eingegeben, Lotto.de, und da steht, dieser Anbieter hat das Verfassen von Online-Bewertungen beschränkt oder aufgehoben. Ich kann gar nicht schreiben dort. Warum nicht? ja, aber wie gesagt, dürfen wir Sie zu unserer Fernsehshow einladen. Also im Falle, dass Sie gewinnen. Ja, aber nur wenn ich, darf ich ein Ziegenkostüm anziehen. Natürlich, wieso nicht? Das ist gut, weil das ist, muss ich ja auch meine Kultur vertreten. Auf jeden Fall, Mann. Und letztes Jahr in diesem Finale, der Durchschnittsgewinn war bei 6.350 Euro. Ja. Also, wir sind jetzt ehrlich gesagt keine Millionen, aber ich glaube, dass mir heutzutage nirgendjemand sagen kann, dass er mit 6, 7 oder 10.000 Euro auch nicht zufrieden wäre, oder? Also wer das sagt, der ist einfach nur gierig und dumm. Weil mit so viel Geld kann man ja auch etwas Schönes machen. Damit kann man Auf jeden kaufen Fall. den Führerschein für den Boot, was man dann gewinnt. Beim nächsten Mal müsste man ein Investment in Zukunft machen. Mazel Tov. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich weiß, dass mit 6.000 Euro man sich nicht jeden Traum erfüllen kann. Aber ein Schritt zu dem Traum wäre das auf jeden Fall, oder? Ja, na klar, der Bootsführerschein ist wichtig, sonst kann ich mit das Boot nicht fahren. Genau. Also, Ja. wie gesagt, ja, mehr Sie in diesem Finale gewinnen, also nicht nur Sie, sondern die anderen Finalisten auch, desto bessere Werbung ist es ja auch für uns. Und, Ja, also, wie klar. gesagt, deswegen dauert ja auch dieses Finale leider nur 3 Monate. Denn Sie müssen bitte verstehen, länger können wir uns auch nicht leisten, Geld zu verschenken. Das verstehen Sie sicher. Und Ja, ich habe noch nie in meinem Leben Geld verschenkt, da bin ich sehr stolz drauf. also, wichtig für Sie auf jeden Fall ist dieser Punkt, also, dass Sie das Finale wie ein Gewinner verlassen werden. Und was bedeutet das? Also, alle Finalisten, die von unserer Seite ausgelost worden sind, haben einen Einsatz von 69 Euro im Monat, aber spielen mit einer doppelten Geld-zurück-Garantie. Das heißt, wenn Sie jetzt in diesem Monat keine Gewinne erzielen, haben Sie auch keine Steuern. Dann bekommen Sie den Einsatz zurückerstattet und alles zusammen haben Sie auf jeden Fall sicher von uns. Am Ende des Monats 138 Euro. Also, wenn Sie jetzt Gewinne erzielen, natürlich, wenn Sie 6, 7 oder 10.000 Euro gewinnen, dann bekommen Sie den Einsatz von 69 Euro nicht zurückgestattet, Oi wei! sondern die Gewinne werden dann steuerfrei ausgezahlt. Ist ja auch möglich, Steuerfrei, oder? das ist gut. Weil Genau. ich bin sehr, sehr partikulär, was Geld angeht. Es ist schon ein bisschen her, da ist mir mal eine Euro-Münze bei Toilette reingefallen. Und da dachte ich mir, Geld stinkt nicht, ne? Einmal kurz den Hände waschen, rein in die Toilette und das Münze habe ich auch gefunden. Denn Problem war nur, musste ich den Münze festhalten und dann konnte ich den Arm nicht mehr rausziehen bei der Toilette. Dann habe ich bei Klempnereifirma angerufen und er sagte, wenn wir kommen, sie da zu befreien, wenn sie müssen den Euro loslassen, dann sage ich, das werde ich nicht machen. Und er sagt mir, wenn wir zu sie kommen, kostet das mehr als einen Euro. Das sage ich, das ist mir egal, mir geht es ums Prinzip, ich kann doch nicht Geld bei Toilette runterspülen. Und wir dann Auf alle jeden lachen. Fall. Auf jeden Fall, Mann. Das kann, wie gesagt, das kann ich vollkommen verstehen. Ja.
Gleiches machen auf jeden Fall. Sag mir, ist gute Arbeit dort bei Callcenter? Ja, ich meine, es ist gut auf jeden Fall. Sehr schön. Aber, danke Ihnen. Also, sagen Sie mir bitte, im Falle eines größeren Gewinns, möchten Sie bitte anonym bleiben oder dürfen wir das veröffentlichen? Was denn? Im Falle, dass Sie größere Gewinne erzielen, wie die Millionen oder über 10.000 Euro. Ja, aber was wird dann veröffentlicht? Mein Gesicht, mein Name, ein Foto, Passport? Kein Passport, auf jeden Fall. Also, Ihr Name wird veröffentlicht. Ja, weißt du, ich bin ja Buchautor. Ich habe einen Namen, unter dem ich Bücher schreibe. Kann ich auch diesen Namen da nehmen? Ah, Sie haben Bücher. Ja, kann ich diesen Namen nehmen? Weil sollen nicht meine richtigen Namen, sondern Künstlernamen nehmen? Also, Sie können auf anonym bleiben, wenn ja das wünscht. Nee, ich möchte aber mit meines Künstlernamen drinstehen. Können Sie aufschreiben? Okay, Künstlername, okay. Ja, Rainer mit AI. Rainer. Mit AI, ganz wichtig. Aha. Und dann Winklarsson, wie im Schwedischen. Mhm. Und danach Rainer Winklarsson. Rainer Winklarsson und danach kommt der Bogenschütze. Das ist mein Künstlername. Ich bin ein sehr lustiges Mensch. Ja, ich sehe. Das ist gut. Sag mir, woher kommst du, mein Freund? Ich mag dich. Also, ich komme von Hamburg. Ja, aber ich meinte, welches wunderschöne Land auf dieser wunderschönen Welt ist dein Zuhause? Also, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich entschuldige mich für das, weil das eine private Sache ist und es in meinen Unterlagen steht, dass ich es nicht sagen sollte. Also, ich lebe gerade in Hamburg, weil meine Mutter auf jeden Fall verheiratet, so ein Deutscher ist. Ah, lebt also, noch bei Mutti, ich verstehe. Ja, ich liebe meine Mutter, du. Also, ja, hast du ein schönes Zimmer und macht sie die Wäsche? Ich mache die Wäsche mir selber. Das ist gut. Sie macht das Essen. Also. Ah, kann sie gut kochen? Meine Mutter konnte nicht kochen. Sie hat immer bei Restauranten Essen geholt. Sie kann sehr gut kochen, auf jeden Fall. Was kocht sie am besten? Was ist ihr Lieblingsessen? Biryani. Was ist das? Ein indisches Essen. Also indisches Essen? Genau. Kommst du von Indien? Meine Mutter kommt aus Indien auf jeden Fall, aber wie gesagt, mein Vater ist ein Deutscher. Ah, Indien ist ein sehr schönes Land, habe ich einen sehr guten Freund, was arbeitet auch bei meiner Firma, ist von Indien. Mhm. Sprichst du die Sprache? Leider nicht. Ah, schade, sonst hätte ich ein bisschen üben können, weil zunächst das Chanukka soll ich zu indischen Fest fahren mit ihm nach Noida. Aha, ich sehe. Und ich muss die Sprache üben, weil will ich sein gutes Tourist. Mhm. Also, meine nächste Frage ist, was es die Gewinnauszahlung angeht. Möchten Sie bitte alle Ihre Gewinne nach jeder Erziehung ausbezahlt haben oder am Ende des Monats? Wie passt es Ihnen am besten? Ich würde sagen, einmal beim Monat, sonst muss ich so viel Kontrolle machen. Und Zeit ist Geld und Geld kann man nicht genug haben. Genau so. Und was es die 138 Euro angeht, die Sie jetzt von uns jeden Monat bekommen, die bekommen Sie immer am Monatsende, also Ende August, September oder Oktober. Und ja. Nächste Frage ist, also die meisten anderen Ausgelostungsfinalisten müssen direkt am dem 1. August teilnehmen. Was passt es Ihnen dann besser, der 1. August oder der 1. September? Ich will nicht lange auf das Geld warten, wir nehmen August. August auf jeden Fall. Und damit ich alles. Ja, kann ja nicht schnell genug gehen, oder? Sicherlich. Also, damit ich all das für Sie schriftlich vorbereiten kann, habe ich hier auch stehen. Also, Herr Rajesh Singh, ist das korrekt? An der Bildeiche 21. Ja. Und
Ich glaube, dass Sie 18 sind, aber ich brauche Ihren Geburtsdatum. Ja, natürlich. Das ist der 7. August 72. Okay. Wer ist da hinten und hat gerade das Ja geflüstert? Wirst du beobachtet? Wirst du beobachtet? Bist du neu bei Firma? Ja, ich bin neu bei der Firma, auf jeden Fall. Ah, hinten spricht ein anderer Mann, ich habe das genau gehört. Ja, das haben Sie gut gehört. Also, bei welcher Bank möchten Sie, dass das alles läuft? Also bei meiner Bank. Gewinnauszahlungen. Wie gesagt? Meines Bank, Sparkasse Frankfurt. Vermerkt, also Sparkasse. Nur noch die IBAN-Nummer oder die Kontonummer. Wie lange bist du schon bei Firma? Ist der erste Tag heute? Es ist nicht mein erster Tag, aber es ist meine erste Woche. Ah, die erste Woche. Und da sitzt noch einer daneben und hört zu. Dann möchte ich guten Tag sagen. Also, mein Boss ist nicht hier. Er macht gerade einen, wie heißt das gerade? Also, Blowjob. Datenschutz. Er macht Datenschutz? Er Datenschutzabteilung und er wird gerade übernehmen für die IBAN-Nummer und all das. So, das. Ach so, ja, okay, dann muss ich jetzt mit Chef sprechen. Genau so. Also, soll ich ihm sagen, hast du sehr gut gemacht, dass du eine Beförderung bekommst? Ja, er wird das alles fragen. Gut. Fall, danke Ihnen für die nette Worte. Also, ja, vielen Dank. Danke Ihnen. Mazel Tov. Sagst du einmal mit mir, sag mal Shalom mit mir zusammen. Wir wünschen uns Frieden. Shalom. Shalom. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Also, ich möchte Sie fragen über Ihre Bücher. Also, sind das wie... Es sind Erotikromane, hauptsächlich. Erotikromane? Ja, Rainer Winklerson, der Bogenschütze. Ich habe viele Bücher geschrieben. Ich sehe. Also, ich würde die Bücher gerne kaufen oder durchlesen, auf jeden Fall. Also, ich habe es mir hier vermerkt, mein Handy. Ja, also gibst du mir deine Telefonnummer, kann ich dir Hörbuch schicken oder Gutscheincode für Amazon. Gib mir mal deine Telefonnummer, ich kann dir Leseprobe machen. Ich kann Ihnen meine Telefonnummer nicht geben. Doch. Aber ihr könnt mir vielleicht sagen, den Namen eines Ihren Bücher. Ja, also gib's mir doch deine E-Mail-Adresse, kann ich dir Link von Amazon schicken? Also ich kann Ihnen keine Privatadressen geben, weil... Na doch, dann gebe ich dir meine, musst du aufschreiben. Ja. Was ist mit Polizei? Das kann ich schon aufschreiben. Was war mit der Polizei? Keine Polizei, also die Firma Policies. Ah, Policy, ich verstehe. Ja. Dann gib mir deinen Chef. Und dann kann ich mit ihm sprechen. Okay, er wird gerade in ein paar Minuten frei sein. Ja gut, dann können wir so lange noch freundlich reden. Auf jeden Fall. Und dieses Callcenter ist bei Hamburg, ja? Mhm. Und wie viele Menschen dort arbeiten? Ja, arbeiten vielleicht... 7 bis 8 Menschen gerade. 7 bis 8 Menschen und die arbeiten alle für Lotto? Genau so. Ich meine, wir losen jedes Jahr auf jeden Fall 200 Leute. Es ist nicht viel Leute und nicht viel Arbeit. Auf jeden Fall. Ja, aber du hast ja vorhin gesagt, das ist ein Jubiläum. Aber Jubiläum feiert man ja nicht jedes Jahr. Was ist denn für wie viele Jahre Jubiläum ist denn heute? Ich glaube, es würde doch... Ein paar Jahre, ich bin mir nicht sicher, weil, wie gesagt, das ist meine erste Arbeitswoche. Ja, deswegen. Ja. Verrätst du mir, wie alt du bist, junger Freund? 21 Jahre alt. Ich hätte dich jünger geschätzt, ich dachte, du gerade 18 geworden. Und ist das deine... Machst du da eine Ausbildung oder was machst du da? Ja, ich bin gerade auf der Ausbildung. Was ist das für Ausbildung? Also, nein, warte mal kurz, du machst gerade eine Schulung, aber ich meine so richtige Berufsausbildung wie ein Rechtsanwalt, wie ein Kaufmann, wie ein Bäcker. Das ist solch etwas. Sowas gibt's doch bei euch nicht, oder?
Ich bin mir nicht sehr sicher. Was hast du denn für eine Ausbildung gemacht, bevor hast du dieses Arbeit angefangen? Also, ich bin grafischer Designer. Du bist grafischer Designer und arbeitest jetzt bei Lotto? Genau. Ich mache Albumcover und... Albumcover für Rapmusiken? Keine Rapmusik, Metalmusik. Metalmusik, das kennst du doch auch, Rainer Winkler, oder nicht? Metal-Leute. Kennst du nicht? Schreib dir jetzt mal, ich gebe dir jetzt mal meine E-Mail-Adresse, wir müssen wegen dem Buch sprechen und vielleicht habe ich bessere Arbeit für dich. Schreib mal. Okay. Ich schreibe mir. Ja. Telefon, wie das Telefon. Ja. Und dann Ziege, wie der Ziegenbock. Ziege. Ziege, Zeppelin, Ida, Emil, Gustav, Emil. Telefon, Ziege, ja. @gmail.com. Da können wir dann mal schreiben wegen das Buch. Und vielleicht habe ich einen Kollege von mir, der sucht gerade Designer. Vielleicht kann ich dir Arbeit bringen. Ich sehe auf jeden Fall, danke Ihnen für das. Ja, das sehr gerne geschehen, weil wir Menschen, wir müssen ja zusammen immer helfen. Auf jeden Fall. Ja, Shalom, also, Frieden und Glück auf all deinen Wegen. Shalom, auf jeden Fall. Shalom. So, also, ich will dir jetzt was sagen, bevor dein Chef kommt. Nur für den, meistens kann man euch ja nicht glauben bei einem Callcenter, aber ich sage dir jetzt etwas und du musst mir sehr aufmerksam zuhören. Es geht um deine Sicherheit, ja? Mhm. Diese Firma, wo du arbeitest, ist nicht Lotto. Diese Firma, wo du arbeitest, sind gewerbliche Betrüger. Das ist Mafia, wo du arbeitest. Verstehst du das? Das ist nicht Lotto. Und alle Menschen, die du anrufst, die werden ihr Geld verlieren. Die werden nichts bekommen. Die wollen nur die Kontodaten haben und nehmen den Leuten das Geld weg. Du musst jetzt aufstehen und sofort nach Hause gehen, weil in 5 Minuten ist Polizei da, die nehmen die alle fest und dann bist du auch dabei. Steh auf und geh schnell nach Hause, ich kann dich nur schnell warnen. Das kann in 5 Minuten ist Polizei da, geh schnell nach Hause, das sind alles Betrüger. Ich habe jetzt ja gerade gefragt, wie viele Leute da sind, damit wir wissen, wie viele Polizisten kommen müssen. Du musst schnell rausgehen, weil dein Chef wird gleich verhaftet und alle anderen auch. Geh schnell raus, Junge. Damit du nicht bei Gefängnis kommst. Ja, ich... Steh auf und geh schnell nach Hause. Das ist gefährlich gleich, wenn die mit Pistole kommen. Das sind Betrüger. Ich schwöre auf mein Leben. Das sind Betrüger, für die du da arbeitest. Renn schnell nach Hause. Okay. Einverstanden. Du hast diese E-Mail-Adresse, was habe ich dir gegeben? Du schreibst mir, heute Abend werde ich dir einen guten Anwalt geben, der wird dir helfen, weil du wusstest nicht, du bist unschuldig. Und jetzt schnell Zettel nehmen, in Hosentasche stecken, nach Hause laufen und selber zur Polizei gehen und sagen, das sind alles Betrüger, ich wusste das nicht. Dann wird dir nichts passieren, ich verspreche es. Ich verstehe das, aber ich bin gerade... Ja, du hast Angst, ich verstehe das, aber du musst jetzt aufstehen, musst das Telefon weglegen und du musst ganz schnell aus dem Gebäude rausgehen, weil in 3 Minuten ist Polizei da und dann werden alle verhaftet, die da arbeiten, weil das ist kriminell, das ist Mafia, 'Ndrangheta, was die da machen, verstehst du? Ja, also... Verstehst du, ich sollte dich nur ablenken, ich sollte dich nur ablenken, bis die Polizei kommt, aber ich habe schlechtes Gewissen, du musst schnell rauslaufen. Ich will nicht, dass sie dich schlagen. Du erinnerst mich an meinen Sohn. Du erinnerst mich an meinen Sohn. Geh schnell nach Hause. Schnell. Danke Ihnen. Los, lauf schnell nach Hause, Junge. Lauf schnell nach Hause. Hallo. Hallo. Guten Tag. Mazel Tov, wer bist du? Ich bin der Luca Toni. Bin aus der Sicherheitsabteilung. Ja, von der 'Ndrangheta, ja? Wo ist das jetzt Problem mit dem Kollegen? Wo sind Sie stehen geblieben? Kollege, rennt jetzt schnell nach Hause, weil gleich kommt ja die Razzia bei euch. Und ich habe ihm gesagt, er ist ja nicht betroffen, soll nach Hause gehen. Und ich glaube, er weint jetzt, oder? Nee, der weint nicht. Weint er nicht? Das ist gut, dann ist es starke nee. Junge. Sag mir, gib mir deine Kontonummer.
Soll ich dir meine Kontonummer geben? Ja. Ja, schreiben Sie auf. Ja, ich schreibe. D. Aha. 100. Ja. 287. Ja. 968. Ja. 374. 374. Wer ist Inhaber? Inhaber Sparkasse. Nein, das ist die Bank, aber Inhaber. Wem gehört das Konto? Wie ist dein Luca Name? Toni. Luca Toni. Luca Toni? Das ist gut, da kann ich dieses IBAN nehmen für den nächsten, den ich dran habe. Das ist immer praktisch. Weißt du, dann ziehen sich die ganzen Betrüger gegenseitig das Geld vom Konto. Ich finde das immer sehr lustig. Okay. Wie viele Leute verarscht ihr am Tag, Luca Toni? Oder bist du Luca Brasi von der Pate? Nee, ich bin Luca Toni. Wir verarschen niemanden. Na doch, die behauptet doch, ihr seid vom Lotto und man muss 100 Euro im Monat bezahlen mit Geld-Zurück-Garantie. Wer glaubt das denn? Okay. Luca Toni, du bist... Sie bekommen innerhalb von 7 Tage Unterlagen nach Hause zugeschickt. Bitte hinsetzen und alles durch. Nein, ich will das ja gar nicht. Und Luca Toni, du bist gerade live auf YouTube. Wir verarschen euch gerade, richtig. Ist das geil, der Junge, der hat ja richtig Angst gekriegt. Ah, geil, Freunde, ich liebe es. Danke, dass ihr dabei wart. Ah, scheiße.